Und damit willkommen zurück hier bei Master of Orion. Den lassen wir da oben. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon eingestellt. Und nächste Turn. Ja, eine Frage kam auf. Wegen dem Schwierigkeitsgrad. Also, aktuell lässt er sich nicht erhöhen. Ja, es ist Early Access und... Also ich meine, ich habe auch eine Early Access von Singularity of Ashes. Singularity of Ashes? Ja, ich glaube Singularity of Ashes heißt es. Richtig. Da kann ich den Schwierigkeitsgrad auch eigentlich knackig schön anziehen nach oben. Das würde hier tatsächlich fehlen. Also ich meine, nur um Bugs ausfindig zu machen... ist der Schwierigkeitsgrad in Ordnung, aber wir nehmen es einfach mal so an. Es ist ja auch einfach nur mal ein mehr, ein Herzeig, was das Spiel kann, wo das Potenzial drin steckt und das ist eigentlich ganz gut vorhanden. Der in der Forschung darf hier runter, Population, und der aus der Forschung darf runter wegen Population. So... So, die ganzen True Transporter. Wäre nicht schlecht ausfindig zu machen. Hier. Du darfst hier runter. Und irgendwo war noch einer. Ich hab's gelesen, glaube ich. Was war hier? Nein, das war Terraforming, okay. Das ist so, um einfach auch mal so ein paar Vergleiche mal zu machen mit anderen Spielen, gerade so mit Galactic Civilizations 3, muss ich das Spiel hier einfach auch messen, weil es auch halt eben ein aktuelles Spieletitel ist. Was mir da halt besser gefällt, ist, dass ich dann Schiffen sagen kann, okay, du musst halt, nein, du kannst eben dahin, wenn du fertig produziert wurdest. Wobei, hier dürfte das ein bisschen komplizierter werden, aber gerade so diese Troop Transporter. Ja, wäre vielleicht nicht so verkehrt. Robo Mining, das ist eigentlich eine coole Angelegenheit und danach darfst du machen. Ja, mal gucken. Je nachdem, wie weit wir dann auch kommen, das ist so die Frage. Ich denke mal, da fehlt nicht mehr allzu viel planetarisch, um hier das Spiel zu gewinnen. Hier hinten müsste ich die eigentlich nur mal aus dem Spiel kegeln und dann wäre es das schon. 18, ja, das ist natürlich hier. Haben wir hier irgendwas noch für Moral? Nö, aber mehr Forschung. Warte mal, das ist doch... Ja, super. Wir werden es wieder finden, das System. Das ist immer gut. Du bist fertig. Du darfst so bleiben, wie ich bin. Du darfst... du darfst... Geh mal gerade dahin. Kann ich jetzt schon die größeren bauen? Die Advanced hätte ich nämlich gerne. Nee, da sind wir noch nicht dran. Okay. Das heißt, du darfst sleepen und ansonsten nichts tun. So. Was habe ich jetzt eigentlich mit meiner Flotte vor? Mit meiner Flotte hatte ich vor... Mit meiner Flotte hatte ich vor, hier hinzugehen. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Cruiser. Das ist cool und wir haben jede Menge andere Schiffe da, das ist sehr schön. Er darf sich nicht mehr bewegen. Ich hoffe, er ist jetzt in der Attack dabei. Das Battleship. Schauen wir uns mal an. Battleship 4. Okay. Da oben ist er. Und da kommt er ran. Also von den Schiffsmodels her finde ich die schön. Bleib mal da. Wir lassen ihn das machen. Bleib mal da. Kann ich Eugen? Ja. Kann ich euch eigentlich irgendwie... zerstört Raketen? Nein, ich habe Raketen zerstört und er ist schon... kaputt.
Okay, Protonentorpedos sind einfach so pervers. Okay, das heißt, im eigentlichen Sinne könnten wir damit schon mal darauf rücken, Hier haben wir das Problem des Streiks, allerdings haben wir hier natürlich noch Moralgebäude. Das bringt keine Moral, schade, keine, also defensiv allgemein nicht. Das können wir machen für die Moral, das können wir machen für die Moral. Plus 2%, okay, vielleicht sobald hier Verschmutzung ist, dass die dann anfangen zu sagen, du, pass mal auf, der Planet stinkt. Hier die Forschung, dass wir die Leute nach oben bekommen. Okay, kein Thema. Und hier ist auch allgemein am Laufen. Achso, da kriege ich ja noch nichts für die Nahrung. Okay, da wäre natürlich dann Überlegung, ob man vielleicht sowas dazu nimmt und das Ding. Ja, kann so laufen. Kann so laufen. Ist jetzt nicht so schlimm. So, der Troop Transporter wartet. Wo ist meine Hauptflotte? Da. We propose an armistice. It was illegal. Ja. Heul halt rum. Was hast du denn da? Ja, eine kleine Flotte aus Destroyern, Fregatten. Ja, sind aber auch schon recht hoch, würde ich mal sagen. Same problem. Das ist natürlich nicht so schön. Dann machst du mir bitte das da. Danach das. Ups. Robominer. Das Teil, weil wir einen Mond haben, weil wir Geld wollen. Haben wir ja so wenig da, ne? Das geht ja gar nicht. So, der nächste Troop Transporter fertig. Dürfen alle mal da runterkommen. So. Ach, die Flotte ist schon hier oben. Das Heimatsystem werden wir erstmal nur belagern. Das lassen wir simulieren. Sehr gut. Und danach geht's, denke ich, direkt dahin. So. Nächste Runde. Ja, baut schon fleißig Schiffe. Also da kann man bei der KI jetzt nicht groß was dagegen sagen. Die sind auf dem Weg alle dahin. Das ist in Ordnung. Das dürften nicht so große Flotten sein. Und ich sollte mich vielleicht mal dran gewöhnen hier. Okay, nee, ich war der Meinung, ich könnte da irgendwie, dass das so anders angezeigt wird. So, hier ebenfalls. Eine hohe Gravitation. Okay. Stimmt, darauf sollte man auch achten. Ja, jede Spezies hat so seine eigenen Gravitationszonen. Passt die halt nicht, bekommt man halt einen Malus. Durch Terraforming kann man das dann natürlich ausgleichen später. So bauten wir das Ding. Okay, danach haben wir da oben eine schöne Forschungsbase. Hier unten würde ich dann mal gerne eine reinmachen. Da habe ich aber auch nur einen Planet. Und Piraten sind wieder am Kommen. Ah ja. Das ist gut. Das heißt, hier direkt rüber und Guard. Weitere Population, ja, können wir dahin machen. Und hier oben darfst du mir gerne bauen. Das ist eigentlich auch ein großer Planet später, deswegen kriegt er das da. Und det da. Sehr schön, dann kriegen wir da oben auch schön Forschung. Gefüllt, gefüllt, gefüllt. Und hier unten sind wir auch schon fast fertig. Das heißt, wir könnten mal, das ist doch der Planet, wo, ach, das ist den, wo wir eingenommen haben. Okay.
Ja, ist so die Frage, will ich jetzt hier wirklich dann Verteidigung aufbauen? Ich glaube halt nicht, dass der Gegner da ankommt. Bau das da. Bau das. Das da. Sag mal. Danach darfst du mal gucken. Schiffe bräuchten wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Titane dann später. Das wird aber noch ein bisschen dauern. So, mein Freund, du kommst ebenfalls hier runter. Bin ja halt froh, wenn die da sind. Dann werden wir die schön aufteilen. So, du machst einzig und alleine Guard. So. Hoffentlich kommen dann alle mal mit einer Flotte an. Das wäre schon irgendwie schön. So. Move Fleet. Ist auch eine tolle Angelegenheit. Da kann man die Flotte als erstes ziehen lassen. Ach je, ach je. Die Anzeige da unten, also das verstehe ich nicht. Das hätte jetzt wirklich mehr als nur exzellent sein müssen, weil ich glaube nicht, dass der auch nur annähernd eines der Schiffe da ankratzt. Aber hey, ist in Ordnung. So, da will er wieder was aufbauen, kommt aber nicht dazu. Das heißt, wir fliegen mal da rein. Hier haben wir wieder Leute zum Verteilen. Hier haben wir noch einen zum Verteilen. Nette kleine Vögelchen. Hier bauen wir was nach. Hier bauen wir was nach. Hier haben wir nichts mehr. Das heißt doch den Robominer. Sehr schön. Und hier ist auch fertig. Das heißt Robominer. Und danach das. Danach. Das und Terraforming, warum nicht? Wie weit sind die Piraten? Ich wollte gerade schon sagen, die müssten schon da sein. Machen kaputt. Danke. So, nächste Runde. Der mit seinen blöden Scouts hier überall, ne? Hier hin, da haben wir echt doch ordentlich Leute zum Draufpacken. Hier ist irgendwas fertig geworden, beziehungsweise irgendein Typ dazugekommen. Ach, sehr schön, ich habe erst die Flotte, glaube ich, bewegt. Jetzt kommt der durch. Okay, Plan B. Der Planet hat... Achso, warte mal, die Troop Transporter, also wenn die kaputt gehen, wäre das natürlich schon sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Du brauchst ein Turn. Wir schicken die gerade mal da hinten hin, dass sie in Sicherheit sind. Er kommt einen dahin, dann habe ich da doch genügend Zeit wegzukommen. Ihr und eure Streiks da, Mann. Echt mal. Streikbrecher for the win. Mach das Ding halt mal zuerst und kauf's. Geht mehr auf die Nüsse. Der Planet sollte vielleicht dann doch ein bisschen Verteidigung bekommen. Machen wir mal die Marine Barracks. Wobei, das ist jetzt keine Verteidigung, ist klar. Also die Ground Batteries. Bitte zuerst. Und danach einen Planetary Shield. So, du darunter. Nächste Runde. Kann auch sein, dass der dahin will. Das heißt, du gehst dahin, ihr geht dahin, du gehst dahin. So, dann haben wir alle Schiffe, Troop Transporter da mal rein. So, dann gehen wir dahin. Die waren ja jetzt am Planeten und müssten voll aufgerüstet sein. Komm. Planeten machen wir so. Yay. Sind das mehr Schiffe dann da hinten, diese Punkte noch gewesen? Keine Ahnung. So, das heißt, ihr kümmert euch mal um die. Wo haben wir denn die?
Ah, ihr geht da drauf. Ihr geht da drauf. Das sind gar keine Protonen dabei. Bomben? Doch, da, Protonen. Die Protonen sind aktuell... Komm, die zwei gehen da drauf, die gehen da drauf. So viel zu dem Thema Ground Batteries. Hey, der hat meine Raketen abgeschossen, diese Ratte. Geht ja gar nicht. So, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, ob sie das grafisch dann noch ein bisschen aufwerten, dass das richtig geil aussieht. So im Stile von eben Hegemonia. Weil, klar, ganz klar, Hegemonia, einfach das geilste Spiel, was es angeht, wenn Schiffe explodieren. Weil die waren richtig, 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 richtig geil. Ja, Bomben alle aufgefüllt. Drop all! Das ist jetzt Witz, oder? Aber es ist keine Population mehr auf dem Planeten. Rein theoretisch dürfte hier der Planet nicht wegfallen. Oh, super. Okay, die Barracks sind fertig. Was machen wir mit dem Planeten? Komm, wenn wir die Möglichkeit haben, machen wir Terraforming. Ich meine, 24 Runden plus 5% jede Runde, das wirst du nicht durchstehen. Machen wir also mal die Atmosphärenreiniger und so. Das ist ganz in Ordnung. Danach darfst du liebend gerne Terraforming betreiben und dann kommen auch alle rauf zum Forschen. Ist ja nicht so, als würde das schnell gehen oder so. So, auf Sol sind wir fast voll. Im eigentlichen Sinne gibt es auf Sol jetzt nichts mehr zu tun. Wir könnten das noch machen, um schneller an Leute ranzukommen. Das kaufen wir uns und gut ist. Dann haben wir eben genau diesen, na, einen, den wir da brauchen, mehr. Jetzt, halt, nein, er macht plus 2, dann noch, ja gut, je höher die, natürlich die Population ist, desto mehr Food brauche ich, Schiff. Okay, gut, dann werden wir bei Sol sehen, einfach nicht so runde, was abgeht. So. Na? Forschung ist fertig. Schön. Heavy Fighter Base. Dann ist dann natürlich die Überlegung, ob ich dann wirklich die normalen Fighter Base brauche. Wobei die Heavy Fighter Base sind, glaube ich, nur Weapons of... Powerful Fighters, also schwere Fighter mit schweren Waffen und Torpedos. Mehr Resistenz, faster, mobiler. Genau, Bomber passen da halt dann eben rein. Wow, und zum... So halt, ja, halt, ne, ich muss natürlich auch wieder einen Planeten schicken, um zu reparieren, die Jäger, die da drin sind und... aufzufüllen mit Munition und zu tanken. Okay. Also sprich, ich muss halt einmal zurück, dass das Ding hier wieder einsatzbereit ist, weil Treibstoffe brauchen die ja nicht wirklich. Aber es ist halt nett geschrieben. Das muss man einfach mal dazu sagen. Okay, das heißt, bitte mal Fleet. Nein, Making a Ship Designer. Die Fregatte scrappen wir mal. Wir scrappen den Bomber. Wir scrappen den Destroyer. Okay. Kriege ich hier einfach nur so... Ich glaube, jetzt mache ich gerade mal was. Es ist einfach nur mal um... ganz kurz was zu sehen. Wie viele Schiffe kann ich machen? Das würde mich gerade mal interessieren, weil ansonsten spare ich mir das, die Schiffe da rauszuschmeißen, ne? Okay. Die ganze Liste da.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schiffe kann man haben. Halt. Scrap. 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 Okay, super. Davon habe ich mich gerade irritieren lassen. So, wir wollen Le Titan. Das vordere Stück erinnert mich so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das erinnert an die Voyager, oder? So ganz marginal. Das da, World. Okay, wir lassen es mal stehen da hier, weil der sieht dann, das sieht ein bisschen kacke aus. Heavy Fighter Base, Fusion Beam, Nuclear Bomb, Neuron Blaster, Fusion Beam, 13 Stück. Alter, hat der ordentlich Power unterm Arsch. Allerdings kaum noch Slots frei. Ich hätte nämlich liebend gerne. Es passt leider nicht mehr drauf. Total Space. Also weil er das da ausgewählt hat, wollte ich gerade sagen, hey, jetzt aber nicht wahr. Okay, sehr schön. Ja, ja. Ja, ja. Mann, ich habe ihn noch nicht geändert. So, das heißt, wir können jetzt nicht auf Sol, aber hier der Planet. Na, beziehungsweise, wo habe ich denn eigentlich mein System gemacht, wo ich viele, viele Produktionen hatte, wo ich gesagt habe, da möchte ich Schiffe bauen. Rein theoretisch könnten wir es hier unten machen. Theoretisch. Was würdest du brauchen? 23 Runden. Den könnten wir uns kaufen. Das ist sehr schön. Das werden wir dann auch tun. So, Sol. Ich kann den wegnehmen und hier ruf. Was hätte ich denn auf Sol? Nur mal nur so zum Gucken. Spaßeshalberweise. Für das Schiff. Wie lange wird es brauchen? Mein Heimatplanet ist natürlich immer so ein bisschen gut. 17. Ja. Also es wird später schon irgendwo sehr notwendig sein, dass man dann da einen Produktionsplanet hat. Man kann ja dann auch Produktion hin und her schieben. Gerade so für den Doomstar wird das sehr wichtig. Sol. Sol darf meinetwegen das Ding hier bauen. Und ja klar, man könnte dann natürlich da, wo man Sachen baut, auch das Ding machen. 20% und das ist natürlich bei dem Preis von 3,5 schon ordentlich, ne? Aber es ist in Ordnung. So. Ja, ihr sleept mal an der Stelle. Du, mein Freund, machst mal erneut Attack. Bomben füllt er auch so auf. Bum, 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 bum. Das hört sich so lustig an. So. Der Planet ist gesäubert. Das heißt, wir können dahin fliegen. So, den Planeten will ich auf alle Fälle haben. Das heißt, wir nehmen mal, wenn ich darf. Wir nehmen mal zuallererst hier das in Kauf. Gar kein Thema. Oh, wie viele Flottenpunkte hast du gekostet? Das wäre eigentlich mal wichtig. 10! Ein Titan 10! Halleluja! Also Flottenspammen wird hier nicht möglich sein. Nehmen wir mal 4 mit. Wir nehmen mal 4 Transportschiffe mit und schauen, ob das dann langt. Produktion wählen hier. Ja, das ist eine gute Frage. 18 Runden würde hier auch nur ein Titan kosten. Also, würde sich lohnen. Hier schon alleine, aber nö. Er macht mir das forschen, braucht er nicht. Dann holen wir hier. Boah. Wie viel machst du, Miese? Sehe ich jetzt nicht, ne? Okay, er darf aber seine ganze Produktion 50% der Produktion umwandeln. Kriege ich hier eigentlich auch eine. Achso, ja, da. Jetzt sehe ich ja, wie viel Produktion ich habe. Okay.
Hier oben sind wir dabei, gerade gar nichts zu tun. Das ist sehr schön. Das heißt, bitte das da und dann das da. Warum nicht? Schnellere Forschung ist immer lustig. So. Den Titan will ich dann gerne mitnehmen. And now the state of the galaxy. Current rankings of diplomatic affinity. Den Platz habe ich mir aber auch regelrecht verdient, würde ich sagen. So, bitte Moral, Moral, Moral. Mehr geht nicht. Soll der doch da oben streiken, bis er blau wird. So, Flotte braucht Befehle. Ach, das ist ein Riesenschiff, ey. Hierhin. So. Das heißt, eigentlich dürftet ihr auch gleich darauf liegen. So. Dürft ich? Wo will er eigentlich hin? So kriege ich es dann angezeigt. Da war doch was. Ich wusste es doch. Irgendwie kriegt man es angezeigt. Destroyer haben wir schon gesehen. Protonentorpedos hatte er. Das könnte ein bisschen... Naja. Ich wollte sagen, schmerzhaft dann. Komm, egal. Egal. So. Ja, ich meine, es ist halt... Schon schade, das ist ganz klar. Hier diesen ganzen Micromanagement da jetzt zu machen, das rechnet sich irgendwo nicht ganz so sehr, nicht wahr? So, das große Schiff ist, glaube ich, da. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mal einen Angriff wagen. Komm, ich habe sonst gar keine Herausforderung, ja? Oh. Jawohl. Ah, ich liebe diese Eröffnungsszene. Ah, sehr schön. Ihr geht auf... Ja gut, ihr seid Protonen, ne? Es ist natürlich ein bisschen Schwachsinn, euch dann dahin zu schicken. Du gehst dahin. Ah, herrlich. Du bist schön langsam, mein Freund. Schön langsam. Das heißt, ihr seid zu schnell. Also kommt mal zurück. Kann ich euch so in eine Formation reinpacken? Ich weiß nicht, haben wir jetzt alle erwischt? Und wenn ich jetzt Sackangriff, dann stürmt ihr wahrscheinlich wieder nach vorne, ne? Ah ja, gut, er klassifiziert da leider nicht so. Okay. Ich will ihn hier nicht verpassen. Es könnte sein, dass ich davon jetzt ein, zwei verliere. Einfach aufgrund der Tatsache, ja, da ist der erste Down. Das habe ich schon kommen sehen. Die räumen halt da hinten gerade mal alles auf, ne? Du solltest Jäger haben. Von denen sehe ich jetzt nicht gerade so viel. Ja, gut, okay, da... Das war irgendwie klar. Ich meine, die hatten, glaube ich, keinerlei Point Defense, ne? Also sprich, die haben keinerlei Raketen jetzt abfangen können und sonstiges. Die dashen halt hier auch immer wieder gegen diese Asteroiden. Okay. Ja, mein Gott, das ist halt so geschehen. Attack Colony. Ich will nur mal kurz sehen. Ja, also wir haben hier ein bisschen was zu tun. Allerdings, die sind ja auch schon da. Das heißt, jetzt können wir nochmal Attack Colony machen. Ich habe 4 Stück dabei. Okay, das ist, denke ich...
gut machbar. U-Force ist... ja, wir sind da denn halt genommen. Halleluja haben die ein Haufen Umweltverschmutzung hier auf dem Planeten. 73%. Okay, es ist wirklich nur Verschmutzung. Nicht, dass das irgendwie die Moral ist, die allgemeingültige, ne? Und die ist ja da. Da steht jetzt aber zum Bleistift gar nichts drinnen, eben, dass die Pollination damit nahe fließt. Deswegen, es wundert mich halt eben hier diese Gebäude. Es senkt ja eigentlich nur die Pollination, aber ich kriege ja hier das Smiley, also erhöht das ja irgendwie. Also muss ja eigentlich die Verschmutzung runter, klar, auf einem verschmutzten Planet, wer will schon darauf leben? Ja. So, das da. Government natürlich, Starbase und Geld. Den Rest können wir uns schenken. Es war ja miese. Ja, wie gesagt, 1% runter. Jetzt mal ist es schon wieder egal. Ich mache das einfach zu gerne, die Leute da rum zu schubseln. So, wir haben die Block. Wir hatten eine Block. Harte? Nee, ich hab den Okay, das ist Fehlanzeige gewesen, nicht mehr, nicht weniger. Wahrscheinlich hat das Spiel halt eben gesagt, okay, jetzt ist es sein Planeten, davor war ja noch die Feindflotte dort. Oder das da. Hey, jetzt ist der Planet blockiert. Nee, Scouts blockieren nicht, das ist schön. So, wo sind sie noch? Da, da, da und da. In Ordnung. Ja, die haben ordentlich Schaden genommen. Fliegen wir hier hin. Attack. Simulating. Close. Next turn. Und jetzt müsste GNN kommen. Hm. Ja, oder auch nicht. Nee, das ist je nachdem. Tatsächlich, die bringt. Muss ich die erst komplett aus dem Spiel kegeln? Ich meine, da habe ich auch kein Problem mit, ne? Na, sag mal, ich krieg hier die Flotte nicht. Das heißt, wir fliegen jetzt einmal dahin, dass wir hier unten gucken können. Danach da und da. Es ist natürlich ein bisschen blöder Weg da, aber okay. Gut. Dann soll es für die Folge allerdings auch schon gewesen sein. Sobald wir hier die rausgekickt haben, besuchen wir Orion. Ich denke mal, das dürfte gut gehen. Vielleicht holen wir uns noch einen Titan dazu. Wobei, den kann ich mir nicht leisten, aber ich denke mal, mit meiner Flotte soll ich gegen Orion ankommen. Mal gucken. So ein bisschen Schiss habe ich ja vor ihm. Aber okay, wir werden sehen. Na dann, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.